Ja, hoi und herzlich willkommen hier beim InstaDriver. Seht mal, was ich euch Schönes mitgebracht habe, den Smart Hashtag One. Und es gibt was ganz Besonderes, denn heute zeige ich euch einerseits mal die Ausstattungsvarianten, ich zeige euch kurz die technischen Daten und ich zeige euch das Interieur, den Kofferraum und den Frunk sowie die Rücksitze. Aber wir haben auch ein extra Video gedreht, wo wir 600 Kilometer Roadtrip mit dem Smart bereits gemacht haben und zwar durch die widrigsten Wetterbedingungen von Norditalien, also Südtirol, Dolomiten, rauf über Tirol, München, Salzburg bis nach Wien. Und dieses Video gibt es extra, ich verlinke euch das hier oben, aber seht euch auf jeden Fall beide an, denn zusammen sind Sie vollkommen. Herzlich willkommen beim InstaDriver. Ja, der Smart Hashtag One, der ist schon ein besonderer Smart, muss man sagen, denn er lässt sich am besten vergleichen mit einem VW ID.3, mit einem Hyundai Kona oder auch Opel Mokka. Von der Länge und Größe her ist er nahezu ident, aber er bietet wesentlich mehr Leistung als ein Opel Mokka oder Hyundai Kona und im Gegensatz zum VW ID.3 ist er ein Kompakt-SUV und noch dazu ziemlich Premium im Innenraum, aber dazu kommen wir gleich. Ich zeige euch vorher mal ganz kurz die Unterschiede zwischen den drei Varianten, das ist Pro Plus, das ist die Premium-Variante und die Lounge Edition. Ja, es gibt dann noch eine vierte Variante mit anderen technischen Daten, das ist die Brabus-Variante für die Leute, die wirklich Performance haben möchten. Aber fangen wir mal bei den großen Unterschieden an zwischen den Varianten. Die Pro Plus Variante ist sozusagen die günstigste Variante, die auch am wenigsten bietet. Ab der Premium Variante haben wir dann auch 22 kW Bordlader mit dabei. In der Pro Plus Variante leider nur 7,4 kW. Wir haben dann auch LED-Scheinwerfer, die nennen sich hier Cyber Sparks bei Smart, ja, ein sehr ausgefallener Name. Hier gibt es dann auch einen adaptiven Fernlichtassistenten und dynamische LED-Rückleuchten mit dazu. Wir haben in der Premium-Variante dann auch eine Wärmepumpe mit an Bord. Wir haben die Dual-Ledersitze, also in zwei Farbkombinationen die Ledersitze. Wir haben die Beats-Soundanlage, die wesentlich besser ist und einen knackigen, guten Sound hat. Was wir noch dabei haben, wäre der automatische Einparkassistenz mit 12 Sensoren und noch ein paar andere Dinge. Aber schauen wir uns mal den Smart generell so an. Das hier ist die Premium-Variante. Also optisch im Äußeren, was sehr auffällt, ist jetzt hier vielleicht wenig, weil er komplett in Schwarz gehalten ist. Aber dieses Halo-Dach kann man sich mit gewissen Farben unterschiedlich bestellen. Also man könnte sagen, ich möchte das Dach in einer anderen Farbe haben wie die Bodyfarbe. Und dann hebt sich dieses Halo-Panoramadach sozusagen, weil hier ein Panoramadach ist und Halo, weil es so Art wie drauf schwebt auf dem Auto. Und es sieht richtig schön aus in verschiedenen Farbkombinationen. Und ja, hier kann man sehr, sehr schön kreativ sein. Wir haben Türgriffe, die in der Karosserie verschwinden. Das bringt natürlich aerodynamische Vorteile wie mehr Reichweite und weniger Verbrauch. Ihr seht aber, das Ganze funktioniert keyless, auch wenn wir einen Schlüssel dazu bekommen. Mit einem Klick hier drauf sperrt sich das Auto hier zu und wenn ich mich dem Fahrzeug dann nähern würde, kommen die Türgriffe sozusagen hier raus. Und ich habe hier einen sehr schönen Griff und da auch noch das schöne Smart-Logo. Also das ist wirklich sehr schön gelöst, was natürlich auch Ultimo Fantastico ist, ihr wisst, ich liebe das, sind rahmenlose Türen. Also was gibt es Schöneres als ein Auto mit rahmenlosen Türen? Und das bringt der Smart mit und das finde ich richtig stark. Ja, was kann ich euch noch erzählen? Wir haben 19 Zoll Felgen hier mit dabei. Ihr seht, die sind auch sehr aerodynamisch, aber trotzdem richtig schön. Und das funktioniert für mich super gut. Auch hier im Heck ist es sehr schön. Wie gesagt, hier gibt es ebenfalls LED, Dual, oder nicht Dual, sondern dynamische LED. Ich kann euch das mal zeigen, vielleicht wenn er sich hier einstellt, dann habt ihr diese dynamische Animation, die hier beginnt. Komplett alles LED, hochmodern, sieht super aus. Und hier nochmal groß das Smart-Logo, der Smart-Schriftzug und das Hashtag One hier an der Seite. So, dann sperren wir den Smart mal auf. Der Ladeanschluss, der befindet sich hier links hinten und ihr seht schon, hier gibt es natürlich Typ 2 und CCS mit solchen schönen Gumminappen hier gegen Regen, Eis und Schnee. DC lädt der Smart bis zu 150 kW in allen Varianten gleich schnell, aber bei AC, also beim Wechselstromladen, gibt es wesentliche Unterschiede. In der Pro Plus Variante, also in der günstigsten Variante, lädt er nur mit 7,4 kW, ab der Premium Variante dann mit bis zu 22 kW am AC-Strom und das ist doppelt so schnell, wie die meisten anderen Elektroautos am Wechselstrom laden können und das finde ich großartig.
Das Schöne am Smart Hashtag One ist, dass er in allen Varianten, selbst der Allrad Brabus Variante, einen Frunk bietet. Der einzige Nachteil ist, man muss hier zweimal den Hebel ziehen, wie bei vielen anderen klassischen Motorhauben. Das ist ein wenig umständlich, aber es geht. Ich finde es trotzdem toll, dass Smart geschafft hat, in allen Varianten hier einen Frunk einzubauen, selbst wenn er nur 15 Liter hat. Ihr seht, das ist nicht viel Platz, aber es reicht für das ein oder andere Ladekabel und Zubehör. Und das finde ich toll. Bei Elektroautos möchte man einen Frunk haben. So, der Smart Hashtag One ist ein richtig gutes Stadtauto und auch ein Umlandauto, aber wir haben auch gezeigt, dass man damit einen 600 Kilometer Roadtrip locker leicht mal machen kann. Das Video dazu, das gibt es hier oben. Und was noch so ein Auto braucht, das nicht nur in der Stadt verwendet wird, ist ein guter Kofferraum. Und dazu, da bietet der Smart jede Menge annehmliche Features, wie zum Beispiel das hier. Was man natürlich von der Premium-Klasse Mercedes auch kennt, aber jetzt auch im Smart vorkommt. Und ihr seht schon, da offenbart sich jetzt mal beim ersten Anblick nicht ein allzu großer Kofferraum. Es sind 313 Liter hier in der Premium-Variante. In der Pro Plus-Variante gibt es ein paar 10 Liter mehr, also 323 Liter. Und ich zeige euch jetzt mal kurz, wir hängen das hier ab, nehmen das so raus. Das ist der Kofferraum. Es gibt hier natürlich auch noch einen doppelten Boden mit 60 Liter mehr Stauraum. Das ist hier unten perfekt für ein Ladekabel, Pannendreieck, Warnweste und alles Mögliche. Wobei die Warnweste intelligenter und besser ist, wenn ihr sie gleich in der Tasche beim Sitz hinten habt, wenn ihr aussteigen müsst auf der Autobahn. Aber das Schöne ist, wir haben hier sogar eine Durchreiche, die man von hinten hier hoffentlich irgendwie öffnen kann. Ja, so und so. Super für Ski oder anderes Durchreichmaterial. Wir haben auch eine 60 zu 40 geteilte Rückbank und dadurch lassen sich bis zu 954 Liter Kofferraumvolumen hier erzeugen und das ist für einen Smart natürlich richtig stark, aber nicht nur das, denn wir können auch, wir müssen nicht unbedingt die Sitze komplett zurücklegen, sondern wir können auch einfach sagen, wir wollen die Sitze in ihrer Länge verstellen. Dazu, das geht bis hierher. Richtig stark und dadurch haben wir aber mehr Kofferraumvolumen. Ihr seht hier, da haben wir gute 10-15 cm mehr Tiefe und dadurch natürlich auch mehr Kofferraumvolumen, wo wir größere Sachen hier dann auch noch reinbekommen, ohne die Sitze umlegen zu müssen und Kinder passen immer noch auf die Rücksitzbank. So, kommen wir nun zu einem der wichtigsten Dinge neben dem Fahrgefühl natürlich und der Funktionalität eines Autos, aber das ist das Interieur. Wie wohl fühlt man sich in einem Auto und wie praktisch ist so der Innenraum? Und das erste Gefühl hier im Smart ist tatsächlich sehr hochwertig. Wir haben sehr viele unterschäumte Materialien hier an der Tür, hier auch an der Ablage, hier vorne, alles unterschäumt. Dadurch wirkt das Auto sehr gedämpft und sehr, sehr familiär, sehr wohnräumlich sozusagen. Wir haben auch ein wunderschönes Lenkrad, Lederlenkrad mit sehr, sehr schönen Ziernähten hier verarbeitet. Das sieht richtig stark aus. Wir haben ja natürlich auch diese Dual-Ledersitze ab der Premium-Variante, die ich euch vorher genannt habe, mit diesen zwei verschiedenen Adaptionen. In der Lounge Edition gibt es richtig schöne weiße Ledersitze, aber ist auch nicht jedermanns Sache. Aber ich sage nur, wir haben hier, ihr seht natürlich hier auch diese Beleuchtung, die Ambiente-Beleuchtung, die lässt sich in 64 Farben einstellen im Smart. Das ist grandios. Es gibt ab der Premium-Variante auch Dual-Beleuchtung. Also wir können hier mischen, zwei verschiedene Farben und können uns hier kreativ freien Raum lassen. Das macht richtig Spaß. Die Mittelkonsole, schauen wir uns die mal genauer an, die ist sehr hoch, die ist sehr protzig, muss man sagen, hier in der Mitte. Und die ist nicht ganz so weich geschäumt, wie ich das gerne hätte. Ihr seht, hier ist viel Kunststoff, blanker Kunststoff, also nichts mit weichen Applikationen. Hier gibt es extra für die Knie, aber doch weiche Applikationen, damit man sein Knie eben anlehnen kann hier und es nicht schmerzt. Andere Erfahrungen habe ich hier leider mit meinem Ellbogen gemacht, weil wenn man auf längere Strecken fährt, war mein Ellbogen, damit er hier auf dem Lenkrad ist, meistens immer genau hier und da gibt es diese blöde Kante und das schmerzt mit der Zeit richtig am Ellbogen. Normalerweise ja, ist hier nämlich weich unterschäumt und hier könnte man den Ellbogen schön ablegen und das ist richtig angenehm, aber da müsste ich mit meinem Sitz viel weiter vor, als ich tatsächlich fahren möchte, damit sich das ausgeht. Also das war für mich ein wenig unergonomisch hier, aber für größere Menschen könnte es wahrscheinlich, also ab 1,85, 1,90 wird es dann richtig angenehm sein, weil das genau passend würde, aber auch für kleinere Menschen wird es funktionieren natürlich, aber hier Achtung, da sollte man ja sich über was überlegen. Dann, wir haben hier drei große Fächer und zwar hier diesen
dieses große Loch hier, wo jede Menge Platz ist. Dann hier zwei Cupholder drinnen, wo man auch sehr schön das Handy hier reingeben kann. Das finde ich nämlich richtig praktisch. Aber man kann hier auch das Handy reingeben und induktiv laden. Plus wir haben hier zweimal USB-C-Anschluss und noch einen 12 Volt. Und ansonsten ja, gibt es jede Menge weiteren Stauraum hier unten an der Seite. Und mir ist ein wenig hier zu viel blanker Kunststoff, aber das ist Geschmackssache. Es wirkt natürlich sehr futuristisch hier in dem Raum. Und generell, ihr seht, ich sitze gerne sehr weit unten in einem Auto, aber man kann hier sich sehr weit hoch manövrieren, um wirklich dieses SUV oder zumindest Kompakt-SUV-Feeling zu bekommen. Und ich habe immer noch oben Platz und fahre dann hier so. Könnte sehr gemütlich sein, man hat einen sehr schönen Überblick über die Straße. Aber ich bin eher der Cruiser, sagen wir so. Ja, schauen wir uns mal das Infotainment an. Willkommen zum Infotainment-System. Wir schalten das mal ein, hier im Smart. Nicht vergessen, dass ist hier eine Vorserienvariante, das heißt, es sind ein paar Dinge noch nicht anständig übersetzt und die Sachen, die übersetzt sind, sind nur auf Englisch übersetzt. Aber blicken wir mal einfach ganz kurz durch, damit ihr das mitbekommt. Wir haben hier unten noch eine extra Touchleiste, wo es zum Einschalten Klimasteuerung, Warndreieck und die Fahrmodi gibt. Ihr seht, das ist eine sehr schöne Animation hier, die Weltkarte, die von Komfort, von der Stadt hin zu Sport und hin zu Eco hier wechselt. Also hat man sich sehr schön überlegt. Es gibt auch diesen Fuchs hier, der mit seinem Bällchen hier spielt. Und dem können wir natürlich, das ist unser Sprachassistent, unser Smart-Assistent, der uns bei allen möglichen Dingen auch helfen kann und der mit uns hier auch ein wenig spielt. So, gehen wir mal ins Home-Menü. Das ist genau das hier. Hier lassen sich dann auch sowas, so Sachen wie Temperatur ablesen, wenn wir draußen sind, Luftqualität, ja, Luftfeuchtigkeit, Datum, Wochentag. Das ist ganz schön gelöst. Wir haben hier auch ein paar Details zu dem Luftdruck. Hier kann man auch auf More Details gleich klicken. Und wir sehen hier ganz schnell als Überblick noch unsere Restreichweite und Batteriekapazität in Prozent. Also sehr schön gelöst. Im Menü finden wir sofort was Auffälliges, und zwar Spotify. Das finde ich richtig cool. Ui, das aber jetzt nicht angehen. Aber Spotify ist cool, funktioniert immer, braucht natürlich einen eigenen Account. Smart liefert nicht einen Account mit, aber dennoch finde ich schön, dass es die App Spotify gibt. Und es sollen hier noch weitere Apps und sogar Spiele kommen, die für Kinder dann auch interessant sein werden, nehme ich mal an. Hier haben wir auch Parkassistent, 360-Grad-Kamera. Ihr seht, da können wir dann ja, uns anschauen, Blindspots, More Angles und so weiter. Also hier ist für Komfort gesorgt. Schauen wir mal zurück. Das war der falsche Knopf. So, zurück. Settings, da gibt es jede Menge Einstellungsmöglichkeiten. Rekuperation, Standard, Strong, also stark und schwach. Dann gibt es auch die Einstellung, dass wir die Stärke des Lenkrads einstellen können. Von sehr, sehr leichtgängig über mittel bis sehr, sehr straff und hart, was für sehr sportliche Fahrer dann angenehm ist, weil sie ein sehr gutes Feedback bekommen in den Kurven. Man kann hier sehr schnell einstellen, wie hoch sozusagen der Kofferraum nach oben öffnen soll. Für eine Garage vielleicht wichtig. Ja, Ambientebeleuchtung habe ich euch schon erzählt. Hier können wir wirklich eine Farbauswahl treffen, die ist fantastisch. Ja, allgemeine Einstellungen zum Beat-Sound-System und so weiter. Smart Pilot gibt es dazu. Natürlich vollautomatisiertes Fahren haben wir getestet auf unserem Autobahn-Roadtrip-Test. Dort gibt es alle Infos dazu. Und wie jede Menge Vehicle Settings und Vehicle Conditions, eher uninteressant. Das Navi ist vielleicht noch für viele interessant für euch. Ihr seht, bitte bewertet vielleicht noch nicht so sehr jetzt die Ladeplanung. Die funktioniert noch nicht so, wie sie sein sollte, da es sich um eine Vorserie handelt. Aber ihr seht schon die Geschwindigkeit des Displays, die ist großartig. Und es ist auch 12,8 Zoll groß, also wir haben auch ein sehr großes Display. Und das funktioniert super. Hier können wir ganz einfach eingeben, wo wir hinwollen. Wenn wir zum Beispiel mal InstaDrive eingeben und danach suchen. Also es erkennt auch Orte, ohne dass man direkt die Adresse eingeben muss. Hier sehen wir die Auswahl zwischen InstaDrive Schweiz, InstaDrive Frankreich, Österreich und Berlin. Ja, gibt ja mehrere Standorte schon von InstaDrive. Wir bringen den Smart nämlich nach InstaDrive Wien. Und deshalb sind wir gerade in Wien. So. Also zur Ladeplanung, wie gesagt, ich kann euch jetzt mal ganz kurz zeigen, falls wir zu InstaDrive Deutschland fahren würden nach Berlin, wie er uns das anzeigt, wobei noch keine Ladeplanung dabei ist. So, Potsdamer Platz, los geht's, Directions, alles noch auf Englisch. Und dann rechnet er, mal sehen, ob er hier, wir sind ja gerade in einer Halle, ob er das hier jetzt schafft, zu rechnen. Zack,
So, ihr seht, minus 145%. Ja, es sieht nicht so gut aus, muss man dazwischen laden. Wir können hier dann auch ganz einfach sagen, Ladestationen hinzufügen. Da klickt man hier. Wie gesagt, diese Ausfälle sind bezüglich der Vorserienvariante. Und jetzt pack, pack, haben wir hier die zwei Ladestationen, die wir auch noch individualisieren können. Hier sagt er uns ein Lidl, E.ON und was auch immer. Dann können wir Go drücken und los geht's. Also finde ich schon gut. Ich kann mir vorstellen, dass die Ladeplanung ganz gut funktionieren wird hier im Smart. Hier in der Vorserie ist es aber noch nicht ideal. So, wir haben auch noch ein 9,2 großes Display, Tacho-Display, also Fahrerinformationsdisplay direkt vorm Lenkrad. Das finde ich sehr schön gelöst, weil es hier übergeht. Das ganze Display ist auch noch hier unten, aber am meisten wird es nur bis hier, bis zu diesem Strich angezeigt. Da gibt es hier schnell die Restreichweite, Batteriekapazität, dann die Verkehrszeichenerkennung, Stundenkilometer, dann Informationen über das Auto bzw. dann den Smart Pilot, wenn wir fahren, Temperatur und hier haben wir zum Beispiel Gesamtkilometer oder Tripkilometer, die wir hier durchgehen können. Ihr seht, bei unserem Trip haben wir 19,9 Kilowattstunden verbraucht. Wir können uns hier aber genauso anzeigen lassen, das Navi, das er uns hier anzeigt, oder die Musik, die wir hier durchswipen. Und hier sehen wir auch noch ganz groß, dann in welchem Fahrmodus wir uns befinden. Auf der hinteren Sitzreihe im Smart Platz genommen, fällt einem sofort der viele Platz auf. Mit meinen 1,78 habe ich viel Platz noch in meinen Knien und auch nach oben. Bei meinem Kopf war extrem viel, dank der SUV, der Kompakt-SUV-Bauweise. Auch die Robustheit hinten und die Verarbeitungsqualität haben mich sehr beeindruckt. Ihr kennt ja meinen Kindertest, da zurre ich immer an diesen hinteren Sitztaschen und da bin ich echt mega überzeugt, dass die lange im Smart durchhalten. Ja, also viel Platz, selbst also für vier Leute in dem Auto wird jede Menge Platz sein. Bei fünf könnte es ein wenig eng werden, aber nichtsdestotrotz, für ein Auto dieser Größe ist hinten im Faux mehr Platz als gewöhnlich. Ja, alles in allem bietet uns dieses Auto ein völlig neues, smartes Erlebnis, kann man sagen. Er fährt sich wirklich fantastisch. Also da habe ich wirklich nichts auszusetzen. Das Auto liegt sehr satt auf der Straße, wirkt sehr hochwertig, fast schon wie ein Premium-Auto hier. Seht euch dazu einfach das Video an, 600 Kilometer quer durch Deutschland, Österreich und Italien war auch noch dabei. Also richtig spannend mit Schneefall, alle Wetterbedingungen, die man sich nur vorstellen kann. Richtig cool, schaut mal rein. Da erkläre ich euch auch alle technischen Daten ganz explizit zu dem Fahrzeug. Ihr wisst ja, wir haben entweder die, also alle Varianten haben normalerweise Heckantrieb mit 200 kW Leistung. Das sind 272 PS in alter Währung. In der Brabus-Variante, der Performance-Variante, gibt es auch noch Allradantrieb dazu. Da haben wir noch einen zweiten Motor mit 115 kW an der Vorderachse. Insgesamt also 315 kW, das ist brachial. Damit beschleunigt der Smart in nur 3,9 Sekunden auf 100. Die normalen Varianten, also alle Pro Plus, Premium und Launch Edition, brauchen 6,7 Sekunden, was auch schon wahnsinnig viel Spaß macht. Auch auf der Autobahn ab 100 beschleunigt das Auto noch richtig gut weg. Also da war ich sehr zufrieden. Ja, ich kann sagen, es war ein spannender Test. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr zum Smart sagt. Seid ihr denn schon Probe gefahren? Schreibt mir das alles in die Kommentare. Verpasst dem Video auch ein Like, falls es euch gefallen hat. Und abonniert den Insta-Driver, falls ihr noch nicht habt. Ich bin Mate, für euch voll elektrisch unterwegs. Und ansonsten gibt es nur noch eines zu sagen. Schaltet ein beim nächsten Video. Fahrt elektrisch und liebt das Leben. Ahoi!